Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Wir sind früh auf dem Weg zu, ich weiß gar nicht zu wem, zu einem der Nachbarn, der wohl an einem Erspannungsort sich aufhält. Man weiß jetzt nicht, was er da morgens um 6:30 macht. Wahrscheinlich schwimmen gehen. Und der hat angerufen bei uns und sagte, Mensch, du hast doch für die ganzen Nachbarn schon so gut repariert. Wie sieht's aus? Kannst du nicht? Willst du nicht? Machst du nicht? Und ich sag, sicher. Er hat gestern Abend noch angerufen, nachdem ihr abgeschaltet hattet. Und habe ich gesagt, ich komme morgen rum. 6:30. Er sagte, ja, dann musst du aber da und da hinfahren. Ich, gut, machen wir. Na, wer ist gerade auf dem Weg hin? Seht ihr, 900 Meter noch. Und es soll immer noch strahlender Sonnenschein am 17. August. Also ich glaube, es regnet hier in diesem Spiel nicht. Es ist auch, ich habe auch noch kein Wölkchen gesehen. Es ist wolkenfrei. Wenn das mal so bei uns hier in Deutschland im Sommer wäre, das wäre super. Wir haben dafür Schnee. Im Winter. Nicht im August. Im August Schnee, das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also, oh. Storch. So, ist er da jetzt immer noch? Bevor ich da jetzt... Ja, ist er noch. Da sind sogar... Flüge... Nee. Da will ich ihn reparieren. Der müsste da vor uns stehen. Dann fahren wir mal kurz hier rein. So, wir wollen ja nicht in den Park. Mal gucken. Clara. Ava. Oh Gott. Nee, weiter. Da. James. James. Moinsen. Hallo. Tachchen, du wurdest gerufen. Hallo. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Na sicher. Was zahlst du? Was? Wie? Warum? Wieso zahlst du nur 200 dafür? Hört sich gut an. Hast du nur zwei Bretter wahrscheinlich. Könnten ja mal kurz gucken, wenn wir schon mal hier sind. Nee, das ist zu weit weg. Ist das wieder diese Mission, wo das... Ach, das ist einfach nur wieder... Ach, das ist wieder die Mission. Okay. Gut, die Mission wird schneller vorbei sein als erwartet. Da kann ich euch das nochmal zeigen. Das ist diese eine Mission mit Gebäudereparatur. Zack. Repariere eins der Gebäude. Abgeschlossen. Und dafür kassieren wir mal eben 200 Euro. Ist okay. Wir haben ja noch eine Mission. Wir fahren einfach mal ein Stückchen weiter. Huch. Da wollte ich nicht hin. Ein Frank. Junge, hier sind aber... Oh, guck mal, das ist Abigail. Ne, das ist nicht Abigail. Es gibt zwei Abigails. Okay. Der läuft da. Schnappen wir ihn uns. Hallo, James. Ich bin schon fertig. Aufgabe erledigt. Danke. Hier ist etwas für dich. Ja, guck mich bloß nicht an. Tch, Frechheit. Tch. Sowas Unfreundliches hier. So, da sind wir bei Flüge. Da sind wir bei Transport. Und da sind wir. Wieder bei einem Entspannungsort. Also die Leute entspannen hier ziemlich oft, habe ich so das Gefühl. So, fahren wir richtig. Wir können darum, da. Ja. Also das war eine schnelle Mission, ne? Wenn ihr die Mission habt in der Stadt, 200 Euro mal eben verdient, ne? Mal ob die Schranken. Keine Zeit zum Bremsen. Ja, wenn ich bei den Landhändlern vorbeifahre, immer mal so einen kleinen Blick rüber riskieren. Falls mal was Neues da steht. Kann ja passieren. Ich kriege ja auch nicht immer alles mit, was bei dem Spiel sich ändert. Meistens kriege ich das erst mit, wenn ich das Spiel spiele. Ich werde auch demnächst mal testen, wie sich das verhält, weil wir haben ja Hühner und die Hühner brauchen ja normalerweise jeden Tag müssen die Eier eingesammelt werden. Ich
würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich da eine Woche überspringe. Sammelt ihr die Eier automatisch ein? Gehen die Eier einfach kaputt? Weil wir haben ja die Option, im Bett eine Woche zu überspringen. Und so langsam aber sicher, bevor ich jetzt hier die nächsten 50 Folgen lang nur Missionen für die Nachbarn mache, um diesen Pickup zu kriegen, könnte man theoretisch auch mal eine Woche vorspulen, um mal zu gucken, was mit dem Feld passiert. Zum Beispiel. Oder ob dann vielleicht mal andere Missionen kommen. Etc. Ja, ist da immer noch am Erholungsort? Okay, ist bestimmt jemand am Angeln. Hallo? Oh, hier ist Wasser. Hallo? Darf ich hier überhaupt mit dem Auto hin? Brandon! Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Doch, hier darf man mit dem Auto hin. Ja, klar. Wollen wir mal Feuer anmachen? Guck mal, ich mache euch mal Lagerfeuer an. Schön. Das ist doch nicht schlecht. So, wollen wir mit Brandon reden hier. Brandon? Hallo? Du hättest dir mal wenigstens eine Fischerhose anziehen können, ne? Wir reden später. Hör auf zu angeln! Das stimmt, man soll die Leute ja nicht drängeln. Erst wenn sie... Okay. Brandon, ich würde gerne deine Mission machen. Na, alternativ wäre die Transportmission. Jetzt hör halt auf. Steck die Angelrute weg. Hallo. Oh, oh. Da hat er doch was. Na, perfekt. Moinsen. Guten Tag. Hallo. Ich habe mich zwar nicht ins Wasser gestellt. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was meinst du? Ich glaube, du gut zahlst. Ja, komm her. 440. Machen wir. Na, lässt du mich das da jetzt mal? Danke. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Wieso stehe ich jetzt im Wasser? Jetzt stehe ich wieder oben. Verrückt. Achso. Jetzt können wir ein Gebäude reparieren. Na endlich. Ab geht er. Haben wir hier mal wieder durch dieses Überflutungsbecken. Habt ihr es gesehen? Da werden die Reifen sogar nass. Da hat mal jemand mitgedacht. Nicht so wie beim LS, wo du einfach durchs Wasser fährst und nach dem Motto ist so. Sauberkeit am Reifen. Ach Quatsch. Alter, blöder Quatsch jetzt, ne? Was hat er denn hier für ein Gebäude? Was ist das denn für ein Gebäude? Ist das ein Schweinestall? Oh, nee, das ist ein moderner Kuhstall. Ich will auch. Ich meine, okay, der ist jetzt schon... Na, den müssen wir... Welches Werkzeug haben wir da jetzt? Können wir denn das so... Ach, können wir gar nicht. Da müssen wir die Metall... Ach, wir haben keine Metallplatten. Hm. Weil das sieht ja schon schäbig aus, ne? Moment. Na, steig aus. Da kriegen wir was hin. So. Hö, wieso geht das nicht? Das geht nicht mehr. Okay. Gut, dann... Ach, weil das... weil das eigentlich neue Platten sind. Okay, ich verstehe. Deswegen können wir die nicht austauschen, weil ich wollte gerade sagen, wenn die das hier so abschleifen, das sieht ja so eklig aus.
Da muss eigentlich ja hier schön ordentlich gemacht werden. Aber ich will auch so einen Stall. Hier mit moderner Lüftung. Schön im Dach drauf. Sieht auch gut aus. Na, der Rest des Hofes ist jetzt nicht so modern. Bestimmt draußen auf der Weide seine Kühe. So, hier noch ein bisschen und da. Und da noch ein bisschen. So. Zack. Das lässt sich doch wieder sehen hier. Sind wir fertig oder müssen wir noch rein? Fertig. Na gut. Aber der ist echt schick. Der gefällt mir wohl. Oh. Bisschen mehr einstreuen, ne? Hat nur 3 Kühe? In so einem Riesen... Hätte er uns auch den Stall überlassen können, ne? Ah, ist nicht schlecht. Später mal vielleicht. Oh, guck mal, Brandon ist auf dem Weg nach Hause. Mensch, da müssen wir aber... Da müssen wir nicht weit fahren. Ne, wie kommt der denn... Wieso schnell? Ich möchte auch gerne auf dein Feld laufen, Brandon. Danke, hier ist etwas für dich. Sehr gerne. Na, siehste. So, sind wir schon bei 15.000. Nicht mehr viel, ne? 15.400. Da fehlen ja nur noch 4,6. Können wir mal hier Richtung dahin fahren? Transportmission. Da lang, genau. Gibt's auch noch eine Transportmission, die machen wir auch noch. Jetzt wäre ich gerade. Ich dachte eigentlich, ich wäre zu schnell. Ich habe gedacht, ich fliege jetzt gerade rüber auf das gegnerische Feld. Weißt du Bescheid, ne? Gegnerisches Feld. Das liegt daran, weil Brandon die Militärmütze aufhat. Der verwirrt mich mit sowas. Das geht gar nicht, ne? Bin echt gespannt, ob es noch Erdemissionen gibt. Weiß das einer von euch? Wenn es jemand weiß, schreibt man es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Weil ich habe bis jetzt nur Flug, Transport und Reparatur. Was jetzt an sich nicht so dramatisch ist, ne? Aber würde mich gerne mal interessieren, ob es auch noch so eine Erntemission oder Grubbermission. Düngen. Oh, Hannah. Der Landhandel für, genau. Das war der mit den Ballenwagen, ne? Ja, ja. Tja. Komisch nur, dass beide Landhändler oder jeweils beide einen Traktor verkaufen. So ein bisschen. Oh. Hallo, Hanna. Ist das Kind von denen? Du siehst so jung aus. Oh. Gottes Willen. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Lasst uns reden. Guten Morgen. Morgen, Hanna. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Wie dein Freund? Dein Freund oder ein Freund? Oh, das gibt Geld. Hört sich gut an. Nehme ich. Ich kümmere mich drum. Wo muss ich denn ganz hin? Um Gottes Willen. 3300 Meter. Okay. Gut, dass wir ein Pickup haben. Wenn wir das mit dem Traktor fahren müssten, dann wären wir in 3 Tagen wieder da. Liebe Lüt, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag, bis zum nächsten Mal.